Hallöchen, herzlich willkommen hier in diesem Video. Der Sommer ist ja auch jetzt langsam bei uns in Deutschland angekommen. Wir hatten ja schon ein paar richtig schöne Tage und sogar Wochen, würde ich sagen. Aber mit dem Sommer kommt auch die Hitze, die schwüle Luft bei uns und viele Menschen haben im Sommer bei dieser Hitze Probleme einzuschlafen. In diesem Video stelle ich dir unsere 5 Top-Tipps vor, wie du auch bei Hitze gut einschlafen kannst. Normalerweise ist es ja so, dass unser Körper abends die Körpertemperatur um ca. 1 Grad senkt, um unseren Körper zu unterstützen bei diesem Einschlafprozess. Wenn es allerdings draußen oder auch im Zimmer besonders warm ist, gerade so über 22 Grad, dann fällt unserem Körper das wirklich sehr schwer. Wir fangen an zu schwitzen, drehen uns von links nach rechts und wir sind klitschnass. Ich glaube, jeder kennt das. Wir haben 5 Tipps für dich. 5 Tipps, wie du das Ganze halbwegs umgehen kannst und auch bei Hitze einschlafen kannst. Also jetzt gleich geht's los mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist, nur morgens lüften und die Hitze draußen lassen. Natürlich sollst du auch im Sommer deinen Raum lüften. Allerdings empfiehlt es sich hier wirklich, das Ganze morgens so früh wie möglich zu tun, wenn es draußen noch relativ kühl ist, und danach die Schlafumgebung möglichst abschotten, alle Fenster zumachen, abdunkeln, Rollläden runter, Vorhänge zuziehen, sodass die Sonnenstrahlen nicht in den Raum gelangen und der Raum sich nicht aufheizen kann. Tipp Nummer 2 wird auch häufig noch falsch gemacht, mache ich selber auch häufig noch falsch, beziehungsweise weil ich nicht dran denke. Wähle die richtige Kleidung. Wähle am besten eine leichte, atmungsaktive Kleidung, sodass du nicht in deinem eigenen schweißgebadeten Schlafanzug, T-Shirt, whatever, rumliegen musst die ganze Nacht. Tipp Nummer 3 ist, ähnlich wie die Kleidung, wähle die richtige Decke. Auch im Sommer solltest du dich zudecken, beziehungsweise du kannst dich zudecken, wenn du dich unwohl fühlst. Viele Menschen fühlen sich nämlich ohne Decke, ich auch, unwohl. Und dann solltest du, wenn du eine Decke brauchst, solltest du hier auf jeden Fall eine richtige Decke nehmen. Es empfiehlt sich beispielsweise eine sehr, sehr dünne Baumwolldecke, ja, die gerade so dünn ist, dass sie den Schweiß aufnehmen kann und abtransportieren kann, aber dich nicht zu sehr wärmt. Unser Tipp Nummer 4 ist, dusche vor dem Schlafengehen abends. Vielleicht duschst du ja so oder so am Abend, weil du den ganzen Tag geschwitzt hast, Sport gemacht hast, aus welchen Gründen auch immer. Duschen am Abend hilft dir auf jeden Fall beim schnelleren Einschlafen. Wichtig hier, lauwarm duschen. So werden die Gefäße vom Körper geöffnet, angestaute Hitze kann besser abtransportiert werden und du unterstützt so das schnellere Einschlafen. Und außerdem fühlst du dich einfach super, super frisch. Tipp Nummer 5, somit auch der letzte Tipp, wenn das Bett zu warm ist, dann nimm dir nichts Heißes mit ins Bett, sondern etwas Kühles mit ins Bett. Und damit meine ich jetzt auch kein Eis zum Essen oder so, ja, das ist so ungesund, sondern eher irgendwas Kühlendes, zum Beispiel ein kühles Handtuch für die Arme, für die Beine oder auch eine Wärmflasche mit Eiswasser drin. Oder man kann auch ganz kreativ sein, was ganz Kurioses, einfach mal seine Schlafkleidung für ein paar Stunden in die Gefriertruhe packen oder in den Kühlschrank. Bestimmt auch sehr angenehm, habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ist eigentlich eine ganz coole Idee. Werde ich auf jeden Fall mal austesten, wenn es richtig, richtig warm draußen ist. Ja, also kühle Dinge mit ins Bett nehmen und sich so abkühlen. Das war es auch schon wieder von diesem kurzen Video. 5 Top-Tipps, um bei Hitze besser zu schlafen. Ich hoffe, für dich ist ein Tipp dabei, den du mal ausprobieren möchtest. Schreib mal gerne in die Kommentare, wenn du noch weitere Tipps kennst oder wenn du einen von unseren Tipps ausprobiert hast. Lass uns gerne ein Feedback da. Ansonsten würde ich sagen, lass uns gerne einen Daumen da, wenn wertvolle Information für dich heute dabei war. Gerne auch ein Abo, wenn du noch kein Abonnent bist. Schau gerne mal in die Beschreibung. Da ist alles Wichtige zu unserem Buch, Hashtag besser schlafen. Ja, dann würde ich sagen, tu deinem Körper was Gutes, schlaf gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ich freue mich auf dich.